Noch ehe der letzte Weltkrieg dem reichen Kulturland an der Weichsel unheilvolle Wunden schlug, entstand dieser erste Farbfilm vom Land an der Weichsel. Wir begleiten noch einmal einen Schleppzug auf seiner Talfahrt zu den Städten und Ordensburgen an den Ufern des mächtigen Stromes. Die erste Stadtgründung des Deutschen Ritterordens. Großer Sohn, der Astronom Nikolaus Kopernikus, Künder eines neuen Weltbildes. Steilufer Kulm. Sie war die erste Landeshauptstadt der Ordensritter. Ihr Wahrzeichen, das reizvolle Renaissance-Rathaus. Vor mehr als 700 Jahren ließ der Deutsche Ritterorden hohe Schutzdämme errichten, um das blühende Bauernland vor den reißenden Hochwassern der wilden Weichsel zu schützen.
Raudenz war ein wichtiger Umschlaghafen. In den mächtigen Speichern der Stadtmauer wurde alljährlich die reiche Ernte der Weichselniederung geborgen. Ordensburg Meve über dem gleichnamigen Städtchen. Stadt und Ordensburg Marienwerder. Diese dem Gelände meisterhaft angepasste Anlage mit Dom, Schloss und Dansker ist ein Denkmal deutscher Backsteingotik. Die Marienburg. Die schönste und größte Ordensburg des Abendlandes. Dieser fürstliche Sitz des Hochmeisters bildete den glanzvollen Mittelpunkt des Ordensstaates. Bauernland der Weichselniederung. Fahrt endet in der freien und Hansestadt Danzig. Das
Krantor. Die Marienkirche. Der Hafen an der Modlau. Das Rathaus. Die Langgasse. Das Antlitz dieser fast tausendjährigen Stadt prägten Fleiß, Reichtum und Kunstsinn seiner deutschen Bürger. 1945 fiel sie in Schutt und Asche.